Eine falsche Vorstellung von der Sünde zu haben, das ist Teil unseres Sünderseins, so sagt es Kierkegaard. Was so mit Sünde ist, können wir kaum verstehen. Höchstens auf der Ebene der Sünde gegen uns selber. Wir können das heute in unserem Kulturkreis gut beobachten. Wenn von der Verletzung der Menschenrechte die Rede ist, dann findet man schnell Zustimmung. Man kann sehr schnell einen Konsens erzielen. Aber wie steht es mit der Verletzung der Rechte Gottes? Es ist für uns fast unmöglich, das zu verstehen oder zu definieren, weil wir immer, wenn wir sprechen, darüber als Sünder sprechen. Das ist das große Thema des Paulus und seiner Theologie. Die Grundsünde nach Paulus, so haben wir das eben gehört, ist die Gottlosigkeit. Also die Abwendung von Gott ist vielleicht zu viel, sondern Gott nicht als Gott anzuerkennen. Die große Kluft, die zwischen Mensch und Gott, zwischen Geschöpf und Schöpfer ist, einfach zu ignorieren. So zu leben und so zu tun, so zu handeln, so zu denken, zu entscheiden, als gäbe es Gott nicht. Die Folge davon ist nach Paulus Götzendienst und auch Sittenverfall. Paulus spart da nicht mit sehr konkreten Beispielen, die uns die Lesung heute erspart, aber wer das nachlesen will, soll das im ersten Kapitel des Römerbriefes ruhig tun. Ab Vers 26, wo unsere Lesung endet, geht das dann sehr ins Detail. Das ist die Folge von der Abwendung von Gott, von der Anerkennung Gottes. Und diese Sünde, die den Zorn Gottes nach sich zieht, ist zugleich die Strafe Gottes. Der Zorn Gottes bewirkt diese Sünde. Wie das Buch der Weisheit sagt, man wird damit gestraft, womit man sündigt. Das ist ein kühner Gedanke, den Paulus hier ausspricht. Die Sünde ist Angriff auf die Wurzel der Dinge selbst. Und Pater Cantalamessa bemerkt, wenn die Welt wüsste, was die Sünde in ihrer Realität ist, würde sie sterben vor Entsetzen. Das sind wahrlich große Worte. Und man muss sie auch so groß stehen lassen. Und dennoch können wir uns selber fragen, wo sind wir dabei, unseren Beitrag zu leisten zu dieser Sünde? Gott zu ignorieren. Natürlich tun wir das offiziell nicht, sonst säßen wir nicht hier. Aber es gibt vielleicht doch den einen oder anderen Bereich, in dem wir das lieber alles auf eigene Faust machen, ohne Gott, ihn nicht einlassen wollen in diesem Bereich. Auch das ist der Beginn von Sünde. Wir sollten durch die Mahnung des Paulus hier, das, was er grundsätzlich behandelt, eine gewisse Widerständigkeit entwickeln und deutlich machen mit unserem Handeln und unseren Entscheidungen, dass wir mit Gott rechnen, immer, jederzeit und überall.